Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem keltischen Baumhoroskop und zwar mit der Ulme. Sie steht für gute Gesinnung und Vertrauen. Sie ist zuständig für die Geburtsdaten vom 12. bis 24. Januar und 15. bis 25. Juli. Die im Zeichen der Ulme Geborenen haben ein ausgesprochenes Helfersyndrom. Sie wollen allen Menschen dieser Welt mit ihrem Gerechtigkeitsdenken helfen, was sie schon fast fanatisch verfolgen. Ihr Problem ist aber, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse dabei zurückstellt, sodass sie bis ans Ende ihrer Kräfte kommt. Ihre Stärken sind Lebensfreude und Lebensbejahung. Sie leben im Augenblick und sind absolut zugängliche Menschen. Sehr gern übernehmen sie pflichtbewusste Aufgaben. Der Umgang mit ihnen wird als sehr angenehm empfunden. Ulmegeborene können mit Aggressionen oder Anfeindungen nichts anfangen, da sie diese von sich nicht kennen. Und somit können sie damit auch nicht umgehen. Leider können skrupellose Menschen sie sehr leicht hintergehen, weil die Ulme dafür kein Gefühl hat. Sie ist einfach zu blauäugig. In der Liebe ist die Ulme sehr gefühlsvoll und möchte für ihren Partner am liebsten die Sterne vom Himmel holen. Ihre Toleranz ist hoch, ist aber auch eifersüchtig. Gern mag die Ulme das Regiment führen, sei es privat oder beruflich. Sie ist sehr intelligent und im Alter kann man von Weisheit reden, die sie besitzt. In der Gesundheit sollten Sie auf Ihr Herz, Bluthochdruck und Ihre Augen achten. Auch ist sie des Öfteren mit kleinen harmlosen Krankheiten geplagt. Das ist also der Wesenszug der Ulme. Als nächstes geht es weiter mit der Zypresse. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.